Steffen, wir haben einen großen Teil des Wahlkampfs hinter uns gebracht. Du hast mit vielen Leuten gesprochen. Du hast dich in den Medien zu vielen Themen äußern dürfen. Und trotzdem glaube ich, gibt es noch eine große Zahl von Menschen, die dich möglicherweise noch gar nicht kennen. Deshalb glaube ich, wäre es vielleicht noch eine Idee, dich im Internet noch mal vorzustellen. Und vorzustellen heißt einfach zu sagen, wer ist überhaupt Steffen Danberg? Vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen. Genau, das ist mir auch heute gerade wieder passiert. Ich bin heute gerade wieder durch die Straßen gegangen, habe an Türen geklingelt und da kommen natürlich die Fragen, ich kenne Sie ja gar nicht, wer sind Sie eigentlich? Da kommt einerseits die fachliche Frage, können Sie das? Und da kann ich sagen, ja, ich bin Diplom-Verwaltungswirt, ich bin habe langjährige Berufserfahrung in der Verwaltung und gleich auch als in Führungsaufgaben. Gleichzeitig habe ich auch mache ich seit 20 Jahren Kommunalpolitik in Bad Schwartau. Ich weiß, wie Kommunalpolitik hier in Bad Schwartau funktioniert. Das sind so die sachlichen Dinge, die einige Leute schon zufriedenstellt, aber auch andere fragen dann, ich schaue Ihnen in die Augen, sagt heute die Frau zu mir, Sie müssen mir, wie gefallen Sie mir? Und da muss ich natürlich sagen, wenn sie in die Augen schaut, wer bin ich? Da muss ich sagen, ich bin ein Mensch, der gerne hilft, der Kontakt zu Freunden und Familien pflegt. Mir ist es wichtig, dass es in meinem Umfeld gut geht. Ich übernehme auch gern Verantwortung, damit das so ist und bin da dicht dran und achte darauf, dass das so läuft und will, dass allen das gut geht, mag aber auch die Arbeit im Team, mag das nicht alleine irgendwie anzustoßen, sondern gern bin einer, der Strategien entwickelt, netzwerkt und entsprechend zusammenarbeitet. Ich bin ein Teammensch, aber ich bin ein Blicker, ich schaue auf die Menschen. Die nächste Frage, die sicherlich auch viele Bürger interessiert, ist die, warum willst nun ausgerechnet du Bürgermeister werden? Ja, genau. Das ist sicherlich auch die Frage, die mich selbst am längsten beschäftigt hat, warum ich das machen will. Ich kann einfach nicht wegschauen, was hier in unserer Stadt passiert. Ich bin in Schwartau groß geworden. Ich habe, wie gesagt, lange Kommunalpolitik gemacht. Ich sehe die Möglichkeiten, die wir haben und sehe gleichzeitig auch, dass die Initiative, das, ich sage mal diesen Fachbegriff, das Proaktive fehlt. Es fehlt in Bad Schwartau daran, dass wir Gedanken vorantreiben und nicht immer der Zukunft hinterherlaufen. Das beschäftigt mich seit vielen Jahren und das ist der Hauptgrund, warum ich mich für meine Heimatstadt einsetze. Beruflich bin ich nicht fixiert auf eine berufliche Veränderung. Ich habe einen super interessanten Job bei der Rentenversicherung. Aber meine Heimatstadt noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen, weil dort noch einiges nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, das ist die Hauptmotivation, die wesentliche Motivation für meine Bewerbung. Steffen, wenn du gerade gesagt hast, dass dich Bad Schwartau besonders interessiert, dass dir deine Heimatstadt besonders am Herzen liegt, dann wäre ja sicherlich für einige auch interessant zu erfahren, was gefällt dir an dieser Stadt so besonders und was könnte man aus deiner Sicht verbessern? Und da schließt es an das, was ich sagte, dass diese Beschaulichkeit unserer kleinen Stadt, dieses sich heimisch fühlen, das erlebe ich ganz intensiv, jetzt auch im Wahlkampf wieder mit Leuten zu sprechen, die ich kenne, wo ich weiß, dass ich mit den Kindern zur Schule gegangen bin, von Leuten, die an deren Türen ich klingel. Das ist das, was mich total reizt, was mich total verbindet. Und daraus leitet sich aus dieser Beschaulichkeit aber wieder der Gegenpart der Betulichkeit ab. Wir sind immer diejenigen, die langsam sind. Wir sehen es gerade bei den Schwartauer Werken. Rundherum machen sich alle Gedanken darüber, wo man sich Schwartauer Werke ansiedeln kann. Und uns gelingt es sozusagen erst kurz vor Toreschluss, uns des Themas anzunehmen. Das finde ich sehr schade. Wir können einfach mehr aus Bad Schwartau machen. Wir haben es beim Louvre Center gesehen, als das nicht ins Laufen ging. Wir sind jetzt mit der Diskussion um die Gymnasien wieder in einer Situation, dass wir der Zeit hinterherlaufen, weil alte Gymnasien Sanierungsbedarf haben. Den haben die aber schon lange. Und erst wenn es richtig wehtut, fängt die Aktion an. Ich vermisse da viel mehr vorausschauendes Handeln, viel mehr Strategie. Da würde ich mich gerne einbringen. Das ist meine tägliche Arbeit in meiner jetzigen Tätigkeit. Und da sehe ich viel mehr Chancen als Bürgermeister gemeinsam mit der Selbstverwaltung. Ich muss mit allen Parteien sprechen können und das kann ich. Das wird auch in Zukunft so sein. Ich bin unabhängig genug, aber auch verbunden genug. Das ist das Wichtige an der Unabhängigkeit, dass man gleichwohl auch verbunden ist mit allen, die
interessiert sind, Schwartau weiterzubringen. Wenn es denn dazu kommt, dass sich die Mehrheit für dich entscheidet, was würdest du dann aus deiner Sicht als erstes zu deiner Chefsache machen wollen? Also ich habe es auch in meiner Zeitung geschrieben, Stadtmanagement ist Chefsache, das ist ganz klar, und Stadtmanagement heißt im Moment Bad Schwartauer Werke in Bad Schwartau halten. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, das wird auch kein Spaziergang von Wochen sein, sondern das ist ein Thema, das uns noch lange beschäftigen wird. Die Schwartauer Werke denken ja auch nicht seit gestern erst darüber nach, wie sie sich ihre Marktposition neu aufbauen wollen. Die wollen neue Produktlinien aufbauen, sowas planen die strategisch über Jahre, und wir müssen diesen Prozess als Stadt strategisch begleiten und wir müssen denen die Möglichkeit geben, sich über Jahre richtig entwickeln zu können, damit Schwartau und Schwartauer Werke weiterhin eins bleiben. Das ist ganz klar das Thema, das uns beschäftigen wird. Ein weiteres Thema, das ähnliche Bedeutung hat, ist die Entwicklung der Schullandschaft. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Stadt. Und da eine Lösung zu finden, dass wir zwei Gymnasien haben, die auf breites, gut Finanzierungsgrundlagen gestellt werden, damit sie auch für uns und unsere Kinder und die Kinder unserer Umlandgemeinden weiterhin attraktiv bleiben, das ist Top 2. Top 3 ist für mich die Lösung Kaltenhof, nicht durch die Entwicklungen, die sich mit der Weltquerung ergeben können, abgekoppelt wird. Das sind die Faktoren. Okay. Steffen, nun ist ja jeder Bürgermeister nicht nur Amtsperson, das heißt also Vorgesetzter einer großen Behörde, sondern er muss sich ja auch mit Politik auseinandersetzen. Und in dem Zusammenhang drängt sich ja für viele Leute auch die Frage auf, wer wäre denn aus deiner Sicht ein Politiker, den du so ein bisschen als Vorbildfunktion sehen würdest und der dir so zurzeit imponiert? Mich beeindruckt im Moment der Ministerpräsident von Baden-Württemberg sehr. Ein sehr fachkompetenter Mann, der sehr anerkannt ist von parteiübergreifend und bewiesen hat, mit welcher Fachlichkeit er in die Politik, in der politischen Arbeit ist und wie sehr er sich an der Sache orientiert. Und es gelingt ihm aus seiner Nähe zu seiner Heimat. Er ist jemand aus der Region, der für seine Region denkt, dass ihm gelingt, die Menschen zusammenzubringen, die Themen anzufassen und dabei auch die Balance zwischen dem im Ländle sein, das heißt dieses eher erhalten konservative Denkende zu haben und trotzdem die Zukunftsorientierung nicht aus dem Auge verliert und die Moderne, für die die Grünen ja auch immer stehen, das nach vorne Denkende zu verbinden. Das finde ich sehr beeindruckend und das halte ich auch für unsere Stadt für einen ganz wichtigen Aspekt. Man kann das sehr gut übertragen auf Bad Schwartau, das auch in diesem Spannungsfeld ist, und diese Erfolge hinzubekommen in einer Region, für eine Stadt zum Beispiel, das gelingt dir nur, wenn du hierher kommst und das hier kennst, worum es hier geht. Steffen, nun habe ich noch eine letzte Frage, die sehr aktuell ist. Ich habe heute gerade im Internet gelesen, dass man dir vorwirft, dass du beim gestrigen Hauptausschuss, wo es ja um das wichtige Thema Schwartauer Werke ging, unter anderem nicht anwesend warst, wie ja zwei deiner Mitbewerber auch. Da wäre es schon gut, wenn du dazu mal ein paar Worte sagen könntest. Gerne. Ich habe den Gedanken, der Einberufung des Hauptausschusses zugrunde lag, nämlich das unter nicht öffentlich zu machen, sehr gut nachvollziehen können, weil es hier um ein ganz internen Ablauf geht zwischen dem Dienstvorgesetzten, dem Vorgesetzten des Bürgermeisters, nämlich dem Hauptausschuss und den Fraktionsvorsitzenden, und dem Bürgermeister. Solche Gespräche, die klären sollen, wie Dinge zustande gekommen sind, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Das will kein Mitarbeiter, dass er in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird. Sowas muss man im ruhigen Rahmen besprechen, um dann die inhaltlichen Themen, die Themen, die unsere Bürger auch interessiert, was wird aus Schwartau, aus den Schwartauer Werken, diese Fragen kannst du gerne im Bauausschuss klären. Da werden wir nächsten Montag Gelegenheit haben. Aus dem Grund bin ich nicht in die Ausschusssitzung gegangen, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich als Bürger der Stadt nicht dabei sein kann. Ich finde es sehr schädlich für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Bürgermeister und Selbstverwaltung für die Zukunft, solche Dinge in die Öffentlichkeit zu zerren, die internes Personalführungsthema sind. Und da hätte ich mir eigentlich erwartet, dass die Menschen, die sich für führungsstark halten, auch
mehr Fingerspitzengefühl gezeigt haben.